Mei, dieses Jahr schon vorbei, gell? Ich kann mich noch gut erinnern, angefangen hat es mit einem kulturellen Highlight, mit dem Neujahrskonzert von der Big Band Wattens, das ist ja in Karl gewesen. Und das hat sich eigentlich das ganze Jahr so fortgesetzt. Es war ein sehr buntes und vielfältiges Kulturjahr, dank unserer vielen engagierten Vereine, die wir haben, und Kulturschaffenden. Ja, es ist viel los gewesen bei der Uni. Ja, nicht gleich auf den Sektor, auch wenn man den technischen Sachen hernimmt. Das Highlight, was ich empfunden habe vor einigen Wochen, das betreute Wohnen, das Sozialzentrum, ist ja wirklich ein Punkt, wo man in die Zukunft schauen kann. Und wenn man zurückdenkt, wie schnell die Zeit vergeht, jetzt haben wir vor zwei Jahren über das Denken angefangen, jetzt haben wir die fertige Planung am Tisch, die Finanzierung steht, die Leute haben wir frei, wir haben frei, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, und wir das Projekt sehen und bin ganz begeistert davon. Jetzt haben wir das ganze Jahr wieder über 30 Kilometer fahren, weil wir Leitungen in der ganzen Ortschaft bekommen. Die ganzen öffentlichen Gebäude von unserer Gemeinde sind jetzt schon fast alle angeschlossen, oder? Ich selber bin seit letztem Monat drauf und ich finde, das ist eine wohlige Wärme. Ja. Im Sozialen ist total viel geschehen und Weihnachten ist ja auch immer Zeit zum Danke sagen und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man sich bei den Leuten, die sich ehrenamtlich betätigen, bedankt bei den Leuten, die im Seniorenheim außen sind, mit ihrem Sonntagsdienst und Besuchsdienst, die Leute, die bei der Vinzenzgemeinschaft sind und Besuche machen bei Leuten, die einsam sind und Leuten, die Hilfe und Unterstützung brauchen, die ihr Zeit schenken und ihr Zeit dafür hergeben. Also da ist auch sehr viel passiert in dem Jahr. Wir haben wieder sehr viele Wohnungen im sozialen Bereich vergeben können. Es haben wieder sehr viel im Wohnbau ist passiert. Wir haben wieder sehr viel in Wattensheim zu Hause gekriegt. Und wir haben auch schon wieder die Bahnen gelegt für das nächste Projekt. Das war sicher eine sehr spannende und wertvolle Sache für uns in Wattensheim. Und auf das freue ich mich und das passt meiner Meinung nach auch gut in das Soziale dazu. Ja, ganz besonders schön ist auch bei uns und ich freue mich eigentlich darüber immer wieder, wenn ich vom Sport irgendwas höre und sehe und miterlebe. Weil wir wirklich Sportvereine haben in allen Bereichen, ob Turnen, ob Kegeln, ob Tischtennis, ob Fußball, ob Eishockey, ob Taekwondo und viele andere mehr. Reiten zum Beispiel auch, gibt es ein Weltereignis beim Schindelhof drüben. Da ist es also auch ganz toll, was die sportlichen Vereine organisieren in der Gemeinde. Jetzt hat mir gerade überlegt, wenn ich mir denke an die tollen Feste vom Sommerfestival, wo wir wirklich tolle Feste gehabt haben und werden haben noch. Und die, ob jung oder alt, jeder hat sich wohlgefühlt am Pavillon. Und das war einfach ein tolles Highlight für Wattens, wenn wir da hingehen können und die verschiedenen Interpreten hören können, ob das jetzt die Musik von Wattenberg ist oder die Chevy 57. Es war einfach eine tolle Sache, wenn wir unten geguckt sind. Und ich finde, das Miteinander im Ort ist einfach ganz wichtig, auch generationenübergreifend. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, für die Jugend fällt mir diesbezüglich ein. Ein ganz ein liebenswertes Projekt haben wir umgesetzt mit dem Bietmarzweg, wenn ihr euch erinnern könnt. Im August haben wir den gemeinsam eröffnet auf Initiative von unserer Marktgemeinde und vom Tourismusverband. Es ist also ermöglicht worden, die Ideen von der Sportstätten- und Erholungseinrichtungsgesellschaft umzusetzen. Und ich glaube, es ist ein ganz tolles Projekt geworden, was speziell unsere Jugend sehr gut umnimmt und was mir persönlich große Freude bereitet, weil es uns damit gelungen ist, die Kinder wieder ein bisschen hinter die Ofenbank rauszuholen und ein bisschen in die Natur zu bringen. Das ist, glaube ich, auch ganz eine nette Geschichte gewesen. Nachher. Ja, und in diesem Sinne möchte ich also wirklich von da aus jetzt, von meiner Heimat aus, weil ich bin seit 74 Jahren da daheim, genau da, allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest einleiten mit einer noch beruhigenden und sinnvollen Adventszeit wünschen und dann für das neue Jahr einfach Gottes Segen, Glück, Freude und ein gemeinsames Miteinander 2015, werden wir also wieder viel weiterbringen, wir im Gemeinderat, aber alle Bürger gemeinsam in unserer Marktgemeinde Wattensheim. Ich bin stolz auf unsere Gemeinde.
Hallo? Hi, liebe Freunde. Ich wollte mich bedanken für die Treue im Jahre 2014 und mit meinem ganzen Personal. Salve. Wir wollten einfach wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein gutes Rutsch neues Jahr. Und auf Italienisch ist Buon Natale. Buon Natale! Danke! Wo ist meine Pizza jetzt? Wo ist? Da! Und ja, wo ist mein Pizza jetzt? Grüß euch, ich bin's, der Peter vom BP Tattoo Studio in Wattens. Und ich will mich bei allen meinen Kundschaften für das vergangene Jahr für die Treue bedanken und wünsche euch alle schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2015 und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hallo, ich bin die Helga vom Erla und nach meinem Unfall bin ich endlich wieder für euch in Einsatz. Wir sechs haben mir die lässigsten Sportsachen von Wattens. Coole Stirnbanteln, total lässige Turnjacken, Rucksack gibt es auch bei uns und natürlich Schneeschuhe. Und nicht zu vergessen, wenn der Schnee noch kommt, zum Rodeln haben wir auch was da. Im Namen vom ganzen Sport Erla-Team wünschen wir euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Gesegnete Weihnachten wünschen, alles Gute, schöne Feiertage und für das neue Jahr viel Glück, Segen und Gesundheit. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich und wünsche euch alles Gute. Danke. Hallo, grüß Gott, mein Name ist Lechner Wolfgang, ich bin Heimleiter des Seniorenheimes der Marktgemeinde Wattens und mein Name ist Lackerwurzer Sonja, ich bin die Pflegedienstleiterin. Wir wünschen allen eine gesegnete Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Vielen Dank.